Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wieder mal auf der Ellerbach, zusammen mit Ben, Justin, Lars sowie Maxim. Moin. Hallo. So, ich habe hier gerade noch das Feld fertig gemacht. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, welches Feld wir hier als nächstes machen. Digga, ihr wollt mich doch alle verarschen, Jungs. Ich kann das nicht. Da ist kein Kalk. Ja, weil du grubbern musst. Junge, wofür habe ich jetzt hier zwei Streuer Kalk draufgefahren? Wir könnten dir die Dingens leihen, unsere Scheibenecke, aber das kostet, ne? Oder wir haben selber was Gruber haben. Keine Ahnung, wenn dann... Haben wir keinen Gruber? Wenn wir sowas nicht haben, dann kaufen wir sowas. Wir haben nur einen Pflug. Koalition geht man hier also nicht ein. Warte mal, ich guck mal, was es für große Gruber gibt. Nee, also, wenn ich da was bezahlen muss, dann nicht. Dann ist es zu ich teuer. Ich würde eigentlich gerne den Gruber kaufen, den nur der Große ziehen kann, aber ist halt ein bisschen kacke so. Ach, der Kleine zieht ihn auch dann halt langsam, aber er zieht ihn. Ja, dann nehmen wir einen, so, der so 240 PS braucht oder so. Ja, gleich mal kurz gucken. Reicht nicht auch Scheibenegge? Das ist meistens ja, Meterpreis, Gedöns und Leistung ein bisschen besser. Verhältnis. So. Leistung auf den Meter. Was haben wir da? Eine 160, 130. Wir wollen auch mal so ein Bulldog etwas auslasten. Müsst ihr. Wie viel PS habt ihr hier nochmal? 300. Also, ne, wir haben nur zwei Sellmaschinen. 750, 7,50 Meter. Ein Kuhn. Aber der ist, glaube ich, schon zu groß schon. Das, oder wollen wir eine Kreiselegge? So eine große. Kurz mal gucken. Eine große Groß? Wo ist hier groß? 6 Meter. Ich brauche 250 PS. Die hier ist doch auch groß, das reicht doch. Welche? Die F110 von Forigio. Ah! Joa, Digi, also schaffen wir ein Bulldog wird sie nicht gut. Doch, schafft er. Schafft er, 5 PS. Was haben wir da Schönes? Ah, ich kaufe das große Ding da. Was hält von der... Nein, warte mal. Da brauchen wir das nächste Fettegewicht. 42. Meint ihr dieses 1,3 Meter Ding? Was hältst du von der Lemkin-Scheibenegge so? Ich schlag mal was anderes vor. Luca, du musst jetzt jemanden nicht denken wie ein Schwabe. Doch, ausnahmsweise musst du es. Können wir eigentlich auch nehmen, ist eigentlich egal. Deswegen ist, ich brauche wieder relativ wenig PS. Ja, aber dann kriege ich sie mit dem Kleinen auch easy gezogen und verreck nicht ganz. Ja, mach aber Aufbau hinran. Bei Design. Aufbau? Was kann der? Ja, cool. Doch, das muss. Darf ich auch noch Breitreifen kaufen? Ja. Von mir aus hätte es auch anders, wenn ich 500 PS brauche, kaufen können. Gut, wird gekauft. Und wieder einmal mehr Geld ausgegeben. Dann wie viel Geld habt ihr noch? 139.000. Wie habt ihr die ganze Kohle? Oh. Von Güllefass. Nee, von was denn? Nee, nicht Güllefass. Kann nicht sein. Haben wir drauf gezahlt. Wir haben die von... Schlag mich tot. Kredit? Habt ihr einen Kredit? Grundstücke. Ah ja, weil wir... Gekauft und gepachtet, ne? Hm? Ja, wir haben was? Teil gepachtet nur. Ja, alle verkauft und alles gepachtet, ne? Ne, nicht alles. Ich glaube, nur die Wiesen sind gepachtet oder so. Irgendein Prinzip steckt da schon dahinter. Also bei mir wird kein Prinzip hinterstecken. Wird es einfach irgendwie machen. Ich glaube, die Wiesen sind gepachtet und die Felder sind gekauft. So. Und wofür haben wir eigentlich dann eine Direktsatz-Sämaschine, wenn wir eh jedes Mal mit der Scheibenecke drüber müssen, wenn gekalkt wird? Ja, eigentlich wäre eine Messerwalze das Bessere gewesen. Oder ein Mulcher wäre auch... Boah, ein Mulcher wäre eigentlich viel schlauer gewesen, oder? So ein fetter Mulcher. Es gibt einen 5-Meter-Mulcher. 10 Meter, hier wäre so auch einer mit 10 Meter. 10 Meter hat 200 PS gebraucht, perfekt. Und hätte aber das gesamte Junge. Ja, aber das ist egal, das ist halt Kacke auch. Ha? Das Ding fährt sich auch ein bisschen kacke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist das gleiche, glaube ich, das Ding wie im 19er. Ja, genau. Haben wir aber noch irgendwas Sinnvolles, was sich besser fährt? Wir können ganz hinten die 6 Meter Messermalze holen. Oh mein Gott, ich hätte gerade fast eine Wiese geblüht, weil ich AFK war und in der Hecke gefahren bin. Ja, was hältst du davon? Aber jetzt wir brauchen, aber siehst so, wir brauchen eh die Scheibenecke, damit wir Mais und so, weil da müssten wir sonst vorher pflügen. Wir müssen immer pflügen, oder? Nö, nicht immer. Achso, mehr brauchen wir. Wenn wir Mais säen wollen, nicht unbedingt nur dort, wo Mais war. So. Ich fange jetzt aber direkt hier unten an, ich fahre jetzt nicht erst wieder da hoch. So. Suchen wir uns hier mal eine schöne GPS-Bahn. Erstmal Breite Richtung. Dürfte so stimmen. So, passt. Können wir die nehmen? Ah! Ja, ich lehne mich da mal ein bisschen zurück. Du bist einfach mit GPS hoch runter, oder was? Ja, und ich fahre 10 km/h. Ich guck hier mit 12. Ja, wo ich bin ja schneller. Aber ich habe halt auch zugefügt nur. Ja, warte, wie viel Arbeitsbereich habe ich jetzt final eingestellt? 3 Meter. Der Pflug ist auch langsam schon etwas weiß. Naja. Was soll ich eigentlich als nächstes machen? Ich bin gleich fertig. Kann einer von euch gerade mal gerade schon den Schattenbauern anmachen? Ganz kurz bestimmt. Du kannst an sich, kannst du mit dem Flug einfach was anderes fliegen gehen, weil sonst können wir nichts machen. Dass du halt irgendein random Feld einfach pflügst, was eh, ich wo ich mit der Scheibe. Ich könnte auch Mission, in der Mission gucken oder so. Ja, wir können mal gucken, was gibt's denn gerade zur Mission. Ich brauche eh. Erntemission lohnt sich nicht. Pflügemission für 4K. 130. Ja, ich würde halt meinen Packer einfach drauf oben lassen dann. Ja, ja. Klar. Wie viel bringen die so an Geld? Lohnt sich das? Ja, 4K für Feld 130. Wo ist Feld 130? Hier ist 131. Keine Ahnung. 130. Da, das ist dort über Justins Hof. Boah, hey, Finger weg. Ist es groß? Ja, schon. Sind. Ja, egal. Ja, mach ich dann einfach. Ey, Maxim. Ansonsten stinkt's bald. Die kommen in die Nähe. Was? Die kommen jetzt in die Nähe. Hier stinkt es dann. Auf Deutsch übersetzt: Justin hat einen Clown gefrühstückt. Sei mal ein bisschen netter zu mir. Tja, du bist Reinhard Pfälzer. Was willst du jetzt eigentlich von mir, Justin? Oh, du hast ein Grundstück 133. Du bist auch leise wie Schwanz irgendwie. Ja, was ist denn? Ey, das sind 1,81 Hektar. Okay, ja, mach mal, passt schon. Achso, ich hab immer noch nicht verstanden, was du von mir willst, Justin. Wenn die bei uns in die Nähe kommen, dann stinkt das. Ey, hier stinkt. Meine Aussage. Du bist gerade vorbeigefahren, Digga. Es hat die ganzen 3 Nachbarschaftsdörfer zugemieft. Justin, hast du den Galgstreuer vom Silo runtergeholt? Du bist ein kleines Stand da. Ey, ich finde den, der ist ein bisschen klein hinter meinem. Ja, hast du dir wohl einen zu großen Träger gekauft? Mein kleiner steht ja noch auf der Boot.
Warum hast du jetzt eigentlich den einen Muffy verkauft? Weil der die Joystick gebackt hat, mein Gaspedal war nicht mehr da. Der war ein bisschen buggy. Genau, so buggy wie das deine Rundumleuchte mitten im Ding drin ist. Da habe ich irgendein Mod heute getestet. Achso, ich dachte, du hast selber da ein bisschen rumgepusht, deswegen. Nee. Die Frontscheibe, also die Heckscheibe, also die Scheibe an sich, war auf dem Dach. Dann die Gummidichtungen von der Heckscheibe waren in der Frontscheibe. Hört sich doch schon mal sehr gut an. Also ich weiß ja nicht. Mal was anderes. Wollen wir uns mal unterhalten, warum XO Roblox sagt? Jetzt bist du wieder leise, Justin. Wollen wir uns mal unterhalten, warum XO Roblox sagt? Lass ihn doch einfach. Finde ich den LS-Talk wesentlich interessanter mit dem kaputten Traktor. Scheiß mal auf XO. Erzähl mir mehr über diesen Traktor. Na, ist halt komplett Kernschrott, ne? Hat angeblich Interactive Control, stand in der Beschreibung. Dann bin ich in den Trecker eingestiegen. Dann war da nur noch ein Sims drin. Aber, also, das Fadenkreuz hat man halt gesehen, so mäßig. Aber es gab halt einfach keinen einzigen Simple IC-Punkt. Weder außen noch innen. Haha, cool. Also, das Ding war komplett Kernschrott. Direkt deinstalliert. Schon mal vor, denn. Hä? Welcher Mod war das? Irgendein T6. Ein alter. Aber es gibt keine geilen alten T6 mit Interactive Control. Generell keine geilen T6 mit Interactive Control, egal welche Generation. Weil immer irgendetwas kaputt. Ja, der T5 ist mal in die Ego gegangen. Ob ich jetzt unter dem Trecker sitze oder in der Kabine, das ist basically eigentlich dasselbe bei diesem Trecker. Obwohl ich finde, ich bin ehrlicherweise auch ein bisschen zu faul, in Giants Editor zu gehen und die Kamera ein bisschen höher zu schrauben. Die Kamera passt eigentlich von der Option fast. Nee. Doch. Man fühlt sich, als ob man in so einem Sitzsack sitzt und der Sitzsack aber irgendwie höher ist als du. Jetzt mal. Ja, aber übrigens habe ich eben nicht über T5, sondern über T6 gesprochen, ja, falls du mir zugehört hast. Ja. Weiß. Weil bei den T6 ist es 90%, sind die eigentlich ganz geil, aber dann kommen halt diese 10%, dass du halt basically nur einen Schlauch, das ist zwar, also ein Stromkabel anschließen kannst von der Maschine, plus keine Zapfwelle. Ey, ich würde sagen, der Mod ist richtig gut gemacht. Wo hast du denn her, von FBM? Wen? Den Mod. Nee, den habe ich von irgendeiner polnischen Seite. Ja, Alter, da wunderst du dich auch, ne? Hast du gerade da hast Polen du noch Erwartungen? Nicht meine wegen den Großen, Pollen? Ich meine, ich hab polnische Vorfahren, Junge. Aber die backen. Nicht deswegen, sondern mainly, weil das einfach frisch ist, so. Hä? Ach so. Maxim, ist der Drescher frei? Ich bin gerade mit der Drillmaschine unterwegs und davor hängt der Drescher, also ist gerade schwer. Natürlich ist der Drescher frei. Was ist das für eine Frage? Was willst du eigentlich jetzt noch dreschen? Sorghumhülse. Gott. Oh. Ja, fällt mir Sorghumhülse drauf, also nehme ich es ernster auch. Ich dachte, du machst sie jetzt runter. Boah, geh mir heute nicht auf den Keks. Ich bin heute ewig geladen ohne Ende. Warum bist du geladen ohne Ende? Erzähl mal. In deine Haare nach oben oder was? Halt's mal. Warst du nah an der Steckdose dran? Ich steck dich gleich in die Steckdose, wenn so weitergeht. Da passt er gar nicht rein. Doch, der passt da rein. Nee. Das ist eine Lüge. Der Stock passt da rein. Nee. Ey. Also ich habe Luca bis jetzt nur einmal gesehen und der sieht nicht aus, als würde er nur 23,548 Kilo wiegen. Ja, schau. Genau, ein Kilo schwer raus. Ich habe am Flughafen gewogen, da waren es sogar. Ja, man muss da Personen auch wiegen. Nein, da war so eine Kofferwaage. Wir haben uns alle zum Spaß mal draufgestellt. Oh. Wenn man Ben draufstellt, steht da Error. Error. Kenn ich schon, das brauchst gar nicht drüber reden. Ich
Ja, und was stand da, Luca? Jetzt liegt mal, liegt dein Gewicht. Ja, da standen 66 Kilo, wenn ich mich richtig erinnere. Was? No way. Ja. Ey, no way. Was? Sie war 100% manipuliert, dass man die größere Gepäckstufe kaufen muss. Alter. 66 würde ich mir nicht Kilo gefallen lassen. Ey, Luca, du schaust aus wie 35, jetzt mal ohne Witz. Ja, ohne Scheiß. Nee, tatsächlich nicht. Warte, warte, aber Ben, wie viel wiegst du? Ahnung, zur Zeit wahrscheinlich so 75. Oh. So, ich wiege im Moment 80. Alter. Aber ich bin auch im Kopf größer, glaube ich, als Ben. Ich bin 1,74. Also, ich bin also inoffiziell wiege ich 82 Kilo. Ja, du bist ein richtiger Fettsack. Was, aber 82? Auf wie viel Meter? Inoffiziell, ja, 1,80. Aber das ist nur die inoffizielle Zahl. Die offizielle will ich jetzt hier nicht sagen. Die inoffizielle plus 10 oder was? Oder mal 2,1 Faktor, oder? Mal 1,164 hoch x. Ja, das ist jetzt nicht in meinem Anspruchsbereich. Also. Das kannst du nicht. Also nee. Kopf könnte ich es auch nicht, aber mit Taschenrechner ist einfach. Mit Taschenrechner x, ja. Du Größenwahnsinnig? Junge, das geht noch. Und bei uns beschweren, wenn wir in 7,28 kaufen. Ja, Junge, ich bewirtschafte das auch nur mit Deutz. Was hat dich eigentlich dazu überzeugt? Nee, ich sag jetzt nicht, sonst krieg ich Timeout. Du wolltest Blastbomber sagen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Du wolltest Blastbomber sagen. Aber der hat doch das ABS-System, was du. Dein. Das Achsenbruchsystem, oder hat er wieder einen rausgehauen? Ja, das ist ein Lacher und kein Nicht-Lacher. Boah, Alter. Ich muss Fenster aufmachen, Alter. Hier stinkt es wie ein Puma-Käfig. Ja, mach mal Mund, dann stinkt es irgendwie. Ich sag das noch nicht sehr. Bei uns war viel brutaler. Die wollten einfach in diesem Kack-Unterkunft, wo wir in Barcelona waren, 22 Uhr sind die um die Ecke gekommen. Ja, Fenster zumachen! Alter! Wieso, Digga, wo lebt ihr? Wir sind 8 Jungs, haben alle voll geschwitzt, zwar geduscht, aber es stinkt. Ihr könnt da jetzt ja, die Junge, Fenster zumachen. Das ja, steht immer, ja, den 8. Zimmer, Digga, war der im Knast? Ja, ich hatte auch den Eindruck. War die im Knast? Ja, also 8. Zimmer ist schon hart. Respekt. Ja, wir hatten 8. und 10. Zimmer. 10er! Oh. Junge, ich sag, das ist unsere Klasse, wir hatten nur 18 Leute, das wären einfach 2 Zimmer. Ja, war bei uns dann auch so bis auf die reden? Jungs, bei uns. Erzähl du mal. Okay, bei uns auf Klassenfahrt, wir waren in der Nähe von Amsterdam, also Abschlussfahrt. Wir sind 8 Jungs und wir hatten insgesamt 4 Häuser. Und wir hatten so 16 Mädchen, also hatten die jeweils 4 Viererzimmer. Nee, jetzt bin ich doof. Die haben 2 Achterzimmer gekriegt und wir hatten auch 2 Achterzimmer. Aber, Häuser, sag ich, was für Zimmer, Häuser. Und da wir so wenig Jungs waren, hatte jeder einfach ein Doppelbett für sich alleine. Darf man fragen, welcher Park das war? Oder wo? Was? Generell? Wie generell? War das ein Park oder sowas? Wo ihr drin wart? Das war in der Nähe. Hä? Ja, hieß der Ort Dünrell? Nee, woanders. Das war. Nämlich, das war, wir waren in Dünrell. Ja, da habe ich auch mal Urlaub gemacht. Das ist eine schöne Gegend. Da nur die Pizza, die ist kacke da. 12 Euro für Schwanni. Das war. Oh, Walibi Village. Da ist wie Louvre mehr Dingens. Ach, das ist ja auch in der Nähe da irgendwo, ne? Ja, dieser Park, da ist dieser. Sind ja die ganzen Parks da, ne? Nein. Bei uns in Amsterdam ist ja nur Scheiße gewesen. Wir waren ja erst in dem Dungeon. Dieses Horrorhaus ist das ja, ne? Mhm. Ja, ich war da im Hamburg. Und dann meine, also ein paar meiner Klassenkameraden meinte mal ins Rost durchs Milieu zu gehen und gucken zu lassen. I. Ja, und der eine hat die gleiche wie die andere. Ja, warte. Wo ist denn der? Wenn der LS neu gestartet, oder was? Ich bedauere auf mit 2000 Geld gar nichts. Ja, ist ja respektlos. Ich geh kurz mir ein Eis holen, Alter.
So. So. Ich nehme den 18 Tonner, der reicht, ja. Ich habt ihr mal diese Mylite-Kipper getestet? Nö. Alter, die sind mega geil. Luca, wie lange ist denn noch? Nämlich sonst bisschen. Will ich müsste mich mal auf Klo. Geh halt. Nee, ich warte noch. Ich warte bis Pause. Bis der gejoint hat, dauert ja auch noch. Ja, ich komm drauf, 3000 MS. Ey, das ist irgendwie ganz komisch bei dir. Ey, Ben, bei mir läuft's im Moment richtig flüssig. Ich hab trotzdem besseres Internet als du. Wie ist jetzt eigentlich bei dir mit neuem PC, Justin? Teile sind teilweise schon angekommen, teilweise brauchen sie noch. Was dauert da so lang? Du wartest doch locker schon 2 Wochen. Ja, warte ich auch. Hast du bestellt? Bei Alibaba oder was? Ich habe überall die günstigsten bestellt. Kann man ja machen, aber dass es so lang dauert. Ich habe das aber auch alles zum Klassenkamerad schicken lassen. Darf ich beitreten? Oder? Du hast jetzt nicht mal zu dir selbst schicken lassen. Nee, weil es der Klassenkamerad für mich zusammenbaut. Warum sollte ich, wenn der Klassenkamerad das für mich zusammenbaut? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Ja, keine Ahnung, Digga, es ist dein PC so, warum bestellst du es nicht zu dir, hä? Weil es der Klassenkamerad zusammenbaut. Digga, willst du nicht mal dabei sein, oder was? Doch, der sagt mir Bescheid, wenn alle Teile da sind. Du bist ehrlich komisch. Warum? Lass mich doch. Ich hab eh vom Zusammenbauen keine Ahnung. Trotzdem. Warum soll... Ben, also, bin ich einfach dumm oder ist Justin einfach hier der Inkompetente wieder mal? Und warum, hä? Hey, warum sollte ich denn die Sachen zu mir schicken lassen? Wenn ich sie. Weißt du, was das für ein geiles Gefühl ist? Allein wenn dieses Paket schon da ankommt. Weißt du, was ein geiles Gefühl ist, wenn das alles fertig ist und bei mir zu Hause steht? Ja, aber wenn du schon die Pakete so siehst. Nachher PC steht schon 2 Wochen bei ihm. Er hat nur keine Zeit. Mom. Ja, ich muss es gleich wieder liefen. Warum das denn? Ja, ich habe 3000 MS durchgehend. Wenn ich Speedtest mache, glaube ich aber. Es geht alles. Also muss ja full an LS liegen. LS-Server. Boah, ich hatte das schon öfter in LS. Deswegen ja. Wetten wir, egal welches andere Spiel ich jetzt spiele, ich werde kein Internet. Da wird's full gehen. Mal eine Frage, wollen wir. Lars, hast du auch ETS? Ja. Luca. Was ist das für eine dreckige Lache gewesen? Hilfe. Kriegt man ja Angstzustände. Luca? Ja. Morgen 5er-Kolonne. Wir haben noch. Nächste Sache. Wenn Lars sich das 24 GB Update herunterladen möchte, braucht er ungefähr 2,5 Tage dafür. Meinst du? Ja. Das wissen wir, Lars. Naja, dann können wir. Wann können wir dann fahren? Dienstag. Lars betritt den Server. Oha. Was? Ja, weil der gute Dedi-Bot es gerade gelockt hat. Wo ist der nochmal drin? Der ist nur auf dem Test. Das ist nur mein Testbot. Ist der auf dem Testing Place? Ja, Bot 1. Aber der ist gerade auf Türkisch gestellt, nicht wundern. Warum? Ja, Walla Billa, Junge. Habibi. Auch wieder dann Onolus Turul musst du. Okay. Ja, ich glaube, ich mache Flügen heute Nacht oder so fertig. Aber alles hast gut. Hast du den Bock nicht, ne? Es, ja, bei 3000 MS ist halt scheiße.
Ich mache gerade Vorgewände. Da geht. Ja, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Ich muss kurz gucken, ob der Ladybot jetzt auch glaubt, dass ich verlassen habe. Ja, hat er. Ja. Ah. Nee, oh, aber er hat reingestoppt. Ja, ich muss die Nachricht noch ändern, war zu faul. Und die Banner muss ich auch noch ändern, weil Luke hat mir schon welche geschickt. Also, tschüss. Lass uns nach der Folge mal besprechen, was wir so wo drauf sehen. Ja. Ich hole jetzt erstmal nochmal 2 Tonnen Saatgut. Mach das. So. Haben wir hier noch Triebe? So. Gut, wo ist das nächste Feld? Habt ihr jetzt alle Ferien? Ja. Wir haben jetzt eine ganze Woche mehr oder weniger Homeschool. Eigentlich schulfrei. Ich hab nächste Woche Urlaub. Also ich muss nur Freitag in der Schule. Ich muss Donnerstag auch. Obwohl, ja. Oh, willst du ein Held sein, verteilst du Gelbschein, habe ich mir sagen lassen. Ja, dann müssen wir gucken, wann nächste Woche Grashexen ist. Was darfst du nicht sagen, weißt du warum? Die Lehrer schauen mit. So. Ich mach jetzt einfach mal, ich drill jetzt einfach mal Ölrettich auf Doofdunst, okay? Auf 3 Flächen von uns. Bis? Könnt ihr die andere Zwischenfrucht sehen? Unnötige Arbeit. Nö, ich hab Bock da jetzt drauf. Ja, dann pflügst du das so wieder unter oder grubberst oder Scheibenmechs oder was auch immer. Ja, das machen wir dann im Frühling. Klar, das machen wir im Frühling. Auf diese 3 Äcker soll Mais und Hafer. Aha. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich noch ansehen kann. Das ist schon so einer. So. Also, da mache ich jetzt noch wahrscheinlich 1 oder 2 Felder, je nachdem. Ich schau mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn wenn wir die 10.000 voll machen, dann ist wieder ein nice Giveaway. Und natürlich, wie schon gesagt, das Discord-Bot-Update für den Daily-Bot, so rum. Es sind auf jeden Fall ein paar nice, coole neue Features dabei. Also vergesst auch nicht, auf unserem Discord-Server vorbeizuschauen, denn dort gibt es dann auch immer die Updates, wenn es neue Features oder Bugfixes zu dem Bot gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Ciao, Leute. Tschüss.